das erste Mal, dass wir ein richtig gutes Vertragsangebot von einer guten Nationalmannschaft bekommen. Ach komm, let's go. Moin Moin, was auch immer, Kyle Beard mal wieder am Start und heute geht's weiter mit unserer wunderbaren VfL Wolfsburg-Karriere. Ich habe ein 89er Rating und das, obwohl wir in der Europa League absolut scheiße spielen. Und wie ihr gesehen habt, ich habe eigentlich schon vorher auf Stoppen gedrückt, damit ich die Trainingseinheit noch machen kann, aber egal. Wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt nicht nur Trainer von Wolfsburg, sondern, wo kann man das sehen? Hier, Nationaltrainer von England. Die Bedingungen habt ihr auch gesehen, wir müssen in der WM ins Viertelfinale kommen, in der wunderbaren WM in Katar und in der EM auch ins Viertelfinale. Und wir haben auf jeden Fall da eine sehr gute Mannschaft, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Wir konzentrieren uns natürlich erstmal auf diese Mannschaft hier. In der Europa League sieht es bis jetzt gar nicht mal allzu gut aus mit einem Punkt aus zwei Spielen, aber das wird sich sehr wahrscheinlich jetzt gegen... Ja, okay. Sprecht ihr den Namen aus? Ich mach's auf jeden Fall nicht. Ändern und tatsächlich 5-1, Doppelpack Tolisso, Doppelpack Haaland und ein Tor von Brooks. Nice. Monatliches Scouting ist da, aber ich sag mal so, alles ab in die Tonne. Er gehört in den Müll! Nächstes Bundesligaspiel steht vor der Tür. Gegen den FC Augsburg gibt es ein 3-1, sehr souverän. Als nächstes geht es in den DFB-Pokal. So, ich musste einmal natürlich die ganze Startelf erstmal ein bisschen umwürfeln. Unter anderem kann leider Erling Haaland nicht spielen, weil der nur eine gelbe Ausdauer hat. Ja, das ist natürlich dann mit 3 Spielen in der Woche ein bisschen schwierig, aber vielleicht reicht es ja trotzdem für uns fürs Weiterkommen. Und Tatsache, es reicht für ein gutes 2-0. Und das auswärts ist schon mehr als nur betrachtlich. So, Robin Knoche beschwert sich, dass er eine geringe Anzahl an Einsätzen hat. Wir wollen natürlich realistisch bleiben. In dem Moment sage ich natürlich, deine Wünsche sind hier natürlich fehl am Platz. Verpiss dich. Weiter geht es wieder in der Bundesliga und diesmal gegen keinen geringeren Verein als den BVB. Haaland spielt wieder, ist ein bisschen noch angeschlagen von den 2 Spielen, die er jetzt hintereinander gemacht hat, aber vielleicht wird das hier was. Nein, Jamie Vardy und Ciro Immobile treffen. Und Erling Haaland bleibt gegen die alte Liebe leer aus. Schade. Ja gut, okay. Eine Sache müssen wir natürlich machen. Wir müssen natürlich The Beast himself in die Nationalmannschaft erstmal berufen. Das habe ich ja komplett vergessen. Es handelt sich da um keinen geringeren als den guten alten... Akena! Ah, kleiner Spaß. Wir wollen ja realistisch bleiben. Es geht ins Rückspiel der Europa League gegen den Verein, den ich den Namen immer noch nicht aussprechen kann. Diesmal ist es auswärts, deswegen habe ich ein bisschen Bange. Aber wir gewinnen souverän. 4-1. Und Haaland kommt langsam aber sicher richtig in Fahrt. Das nächste enorm wichtige Heimspiel gegen Leverkusen steht an. Im Real Life haben sie dieses Spiel mit 0-2 verloren. Und hier verlieren wir es mit 0-1. Die haben einfach Edinson Cavani, warum ja auch nicht. Kleiner Stand zur Liga übrigens. Wir sind gerade souverän Dritter. Und Bayern und Dortmund haben tatsächlich mal unentschieden gespielt. Die haben mal Punkte liegen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist das erste Mal in der ganzen Saison. Also es ist doch vielleicht ja mal irgendwie mal möglich, mal ein bisschen aufzuholen. Aber es wird extrem schwierig. Aber wie gesagt, für die erste Saison ist mein Ziel mindestens Champions League. Und das, denke ich mal, werden wir erreichen. Udukai hat sich über seine Einsätze beschwert. Ich habe ihn ein Spiel spielen lassen und jetzt ist er wieder glücklich. Ist das nicht schön? Gut, jetzt gibt es internationale Testspiele, aber ich denke mal, die kann man schnell überspringen. Gegen Island, ja, gibt es ein 3-0. Währenddessen verbessert sich Donny Malen auf eine 79 und Sanchez verbessert sich auf eine 67. Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Und gegen Spanien gibt es ein 1-0. Also langsam frage ich mich wirklich, ob die Scouts irgendwie besoffen sind oder warum die nur so eine Scheiße hier ranbringen. Der Bundesliga-Alltag steht mal wieder vor der Tür. Nach den beiden Testspielen mit England, die wir beide gewinnen konnten, geht es jetzt weiter gegen die Eintracht aus Frankfurt und das Spiel gewinnen wir mit 3-0. Und damit können wir die kleine Mini-Krise erstmal abschütteln. So, es geht weiter mit der Europa League und diesmal habe ich wirklich jetzt das beste Team rausgehauen, was man eigentlich noch haben kann, beziehungsweise was ich mir aufgebaut habe, denn es geht gegen KAA Gent und das Spiel müssen wir gewinnen. Aber es ist auswärts. Auswärts kriege ich immer Bange. Komm bitte.
Jawohl, 2-0. Oh, ist das wichtig. Haaland ist Ehrenmann und Malen erst recht. Gut, Robin Knoche verabschiedet sich langsam, aber sicher. Ich denke mal, in der Winterpause werden wir ihn auf jeden Fall los. Es folgt das nächste Heimspiel, diesmal gegen Werder Bremen. Letzte Woche konnte Wolfsburg in Bremen mit 1-0 gewinnen. Wie sieht es in dem Spiel hier aus? Hier können wir 2-1 gewinnen. Haaland, Doppelpack, nice. Jetzt beschwert sich Yannick Gerhardt, dass er keine Spiele bekommt, obwohl ich jedes zweite Spiel ihn gefühlt reinpacke, aber... Ja gut, dann ist es halt so. Schadet jetzt auch nicht. Und da ist tatsächlich schon das erste Transferangebot für Robin Knoche. 10 Millionen, vielleicht nimmt Valencia es an. Und Valencia nimmt es an. Und ich denke mal, damit haben wir einen IV weniger. Auf Wiedersehen, Robin. Da ich natürlich kein Unehrenmann bin und auch ein bisschen ein Herz für meine Spieler habe, habe ich auch diesmal in dem Spiel Knoche und Gerhard reingepackt, damit der DFB-Pokal jetzt nicht so wichtig ist. Aber wir gewinnen trotzdem 2-0. Kann man auf jeden Fall mitnehmen und damit sind wir im Viertelfinale. Der nächste Gegner in der Bundesliga ist der SC Freiburg. Mal schauen, wie wir uns im Breisgau-Stadion gegen Freiburg schlagen. Wir verlieren knapp mit 1-0. Das ist natürlich sehr bitter, aber das ist tatsächlich auch so im Real Life passiert. Also habe ich schon ein bisschen damit gerechnet. So, ich habe wieder mal das Beste rausgeholt, was man wieder rausholen kann. Denn es ist das letzte Gruppenspiel gegen Saint-Étienne, was dafür sorgen kann, dass wir entweder weiterkommen oder ausscheiden. Wir brauchen eigentlich mindestens ein Unentschieden, aber auch ein Sieg wäre nicht verkehrt. Wir schauen auf jeden Fall danach sofort dann rein, wie wir stehen. Und wir haben gewonnen, damit sind wir tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, sogar Gruppenerster. Das schauen wir mal schnell gleich nach. Und Tatsache, wir sind Gruppenerster geworden. Mit 13 Punkten nach einem wirklich sehr, sehr schlechten Start haben wir uns durch zwei Spiele gegen den vierten erstmal wieder aufgerappelt und dann souverän tatsächlich noch Gruppenerster geworden. Nice. Nübel bedankt sich mal wieder für die Einsätze, während Udukai sich auch wirklich nur beschweren kann. Warum auch nicht? Ich meine, ich habe ihn in die Startelf gepackt und er hat gespielt, aber er beschwert sich über Einsatzzeiten. Das ist ja logisch. Es geht ins vorletzte Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wir brauchen einen Sieg, um wieder an RB Leipzig vorbeizukommen. Und danach haben wir noch ein Spiel gegen Schalke und ich sag's gleich, heute werden wir leider kein Spiel sofort spielen. Das hat aber auch einen Grund, den ich euch gleich noch besser zeigen möchte. Erstmal schauen wir das Spiel. Es geht 1-1 aus. Das ist gegen eine Mannschaft wie Gladbach durchaus akzeptabel. Vinicius kommt mittlerweile auf 82 schon. Der Typ hat auf jeden Fall eine Entwicklung vor sich. So, unterdessen haben wir auf jeden Fall nochmal eine Kleinigkeit erledigt, denn Gilavogis Vertrag wäre nach der Saison ausgelaufen, aber daher, dass ich natürlich kein Idiot bin, verlängern wir den Vertrag mit Joshua um 3 weitere Jahre. Und das ist extrem wichtig, denn er ist natürlich einer der wichtigsten Stammspieler bei uns. Wir sind beim letzten Bundesliga-Spiel angekommen. Thilo Kehrer und Alexander Nübel spielen gegen den Ex-Verein. Und zwar gegen Schalke 04, die gerade im Real Life absolut zum Meme werden, so wie die spielen. Und hier mit 4-1 auf die Fresse bekommen. Ich sage mal, also der Karrieremodus ist wirklich tatsächlich ein bisschen realistisch. Man muss es echt lassen. Thilo Kehrer trifft sogar gegen den Ex-Verein, auch nicht schlecht. So, mit einem souveränen Ergebnis verabschiede ich mich von euch. Und nächstes Mal haben wir das Topspiel schlechthin. Das letzte Bundesliga-Hinrundenspiel gegen den FC Bayern München, was wir natürlich live spielen werden, nicht simulieren. Das ist ja Blödsinn. Und dann freue ich mich natürlich auf die Episode und würde mich auch freuen, wenn ihr dort wieder einschaltet. Haut da rein, bis bald und ciao. Don't know when, oh, I know we'll meet again some sunny day.